Ich bin auch ready, Diggi. Lass anfangen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Gut. Sprung nach vorne links. Das ist kein Run, wenn wir das nicht schaffen. Jo. Alter. Bin nach vorne rechts gesprungen. Ja. Ficken. What the... Achso, ich bin wieder da gelandet, wo ich immer lande. Ein Schritt Richtung New U Station. So, willst du jetzt die ganzen Kisten öffnen? Nee, du öffnest die Kisten. Okay. Ich müsste mir auch erstmal jetzt die Route angucken und sowas alles und. Ja. Ich hab das ja alles nicht im Kopf. Ja. Oh Gott. Also, es werden Wetten angenommen, ob Leute überhaupt den Song erkannt haben, den ich gerade gespielt habe. Ich sag nur eins. War von einem Schwarzen. Oh Gott. Was? Rava hat ein neues Hundebett. Wie kommst du denn darauf, weil ich schwarz gesagt habe? Nein, sie liegt da gerade drin. Also dieses Hundebett ist in etwa 200 Kissen dick. Oh, oh geil. Geil. Oh, ich bin anscheinend auch 200 Kissen dick. Geil. Ich habe mal zu meiner Freundin gesagt, sie hätte viel Kuschelfläche. Nein, don't say that to your Freundin. Okay, es ist eine Pistole und eine Sniper und es ist beides außerhalb unseres Level Caps, also nein. Okay, ich weiß, wie ich hier am Anfang noch ein bisschen Zeit für uns sparen kann. Du weißt schon, ja? Dass der ja. Snaptrap drauf wartet, dass du... Okay, du machst jetzt Clappy, ne? Ja. Aber ich kann zwischendurch auf jeden Fall einmal kurz vorrennen und mich schon mal hier andamagen. Niku, Niku, Ni! Komm, löst aus, Claptrap. Na komm. Don't slip in your blood getting up. Come on. Einmal schaffen wir noch. Einmal schaffen wir noch. Ja. Oh, wie schnell das runterging, ey. Und bitteschön. Level 2. Oh, geile Scheiße. So, jetzt, ich muss die schießen, ne? Ja. Oh, boah, ich treff nix. Ich treff gar nix, Alter. Meine Aufnahme gerade. Boah, oh, okay, er ist explodiert. Schuh. Er ist halt ohne Scheiße so richtig explodiert. Und du rennst vor, ich mach hier hinten. Ja, ich kill jetzt einfach schon. Ja, eh nix hin. Du musst die rote Kiste schnell aufmachen. Ja. Ach, du okay, ich mach es. Ist doch nicht schlimm. Ja. Bereit zu retzen? Ja. Jetzt bist du nicht sofort krepiert. Ne, ich habe ja zwischendurch ein Paket gemacht. Achso, okay. Damit resettet das, ja? Damit resettet das auch. Unter anderem. Also es resettet auf verschiedenste Arten. Zeit. Ja, es ist inkonsistent as fuck. Ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr willkürlich ist. Ja, ist es. Ja, scheiße. Also nicht sehr, sehr, sehr willkürlich, aber sehr, sehr willkürlich. Ziemlich willkürlich, recht, glaube ich das. Bleib doch nicht stehen, wenn ich auf dich schieß. Wer bleibt denn stehen, wenn man auf ihn schießt? Lol. Schaffst du es? Ja. Und Relentless gekriegt. Geil, das Scheiße. Don't tell me go. Pentalex.
Wie? Und wieso? Und oh, ohne Scheiß, Alter. Der hat doch mit den Entwicklern geschlafen. Oh, fuck. Ich geh jetzt auf. Fang an, Skeks zu pullen. Ah, genau das hier ist. Das hier skippt man, wenn man neu startet. Ah, ja. Ja. Thanks for opening her up again. The name's Zed. They don't let me cut on folks anymore since also skippen wir das? Ja, weil das geht ja schnell jetzt zu skippen. Also jetzt ja, nicht mehr, jetzt aber nicht, aber wir können es potenziell irgendwann mal. Spring doch mal bitte auf den Kasten. Was soll denn die Scheiße? Ich hab keine Pistole. Ach ja, die Pistole war Level 2. Hast du schon Skeks gepult? Nee, leider noch nicht. Ich sehe hier gar keine. Das ist sehr schwierig. Ich hab einen. Ja, nice. Noch einen. Zwei. Hast zwei. Ja. Okay, Bandits kommen jetzt gleich. Ja. Au. Nur diese dummen Raider, die hält viel zu. Ne, die Skags noch nicht töten. Wir haben jetzt doch den Quest doch. Doch, natürlich. Doch. Bleib stehen, du dummer Scheiß-Skag. Ich hab zwei Skags gepullt, leider. Ja, es ist doch schon mal was. Okay. Sorry. Ja, alles gut. Aber es kann gut sein, dass ich gleich krepiere oder sowas, aber ne. Wozu? Was war das jetzt? Ich gehe jetzt zu den Bandits. Du machst jetzt, ne? Die Bandits, genau. Gut, ich probier's. Ja, alles sehr viel einfacher mit einem SMG, weil die Sniper hier am Anfang trifft halt nichts. Ja. Das ist sehr nervig. So, ich habe mir schon mal den Impulsbuyer gekauft. Okay, das ist gut. So, und danach, nach dem Bandits wird's zu Auto, ne? Ja. Halt still, Mann. Oh, was hab ich denn gerade gesagt, Arschloch? Vier von acht, aber ich sterb gleich, ohne Scheiß. Einer noch einer. Ich hab gesagt, halt still. Das allerletzte, dummer Scheißbandit. Nein, du schießt jetzt nicht noch auf mich. Oh, ich habe 6 HP übrig. Ey, wie soll ich den Scheißweg schaffen? Schaffst du schon. Soll ich selber nicht. Okay, ich hab's geschafft. Bin jetzt am Catcher Ride. Zwei Autos oder eins? Eins. Zwei, ne? Zwei schaffst du doch nicht ordentlich. Du stellst eins einfach schon mal ordentlich ab. Also ich will auf jeden Fall eins, ja. Aber
Nochmal, das jetzt in den Graben werfen oder soll ich fahren? Nein, du stellst es jetzt ordentlich ab. Also, du stellst dich oben auf die Rampe mit diesem Auto. Okay, ja. Bin ja jetzt schon auf dem Weg zu dir. Ja. Platzierst dich jetzt einfach gut, gehst auf den Fahrersitz und dann launch ich uns beide. Auf den Schießraufsitz, meinst du? Nee, auf dem Fahrersitz. Auf dem Fahrersitz. Come on. Small movements. Small adjustment. So, perfekt. 1, 2. Ja, ist drei, egal. Das vier, ist egal. Fünf. Sicher, dass du schon hängst? Ja, ich hänge. Wenn du vorwärts drückst, passiert nichts mehr. Nope. Okay, gut. Mal. Geil. Okay, jetzt. Nee, fahr. Ah, nee. Shit. Ach, sorry. Ja. Dann steigst du bei TK aus. Ja. Du fährst zu Firestone? Ja. Steig aus. Zwei Skill Points. Perfekt. Guter Run. Für den Start, meine ich jetzt. Du kaufst Nades. Genau, du gibst ab und dann... Also, Übergang. Ich muss abgeben. Ich war schon fast auf dem Weg zur Stadt. Ja, geht mir auch immer so. Ja. Ah, TK Bar. Und los. Wahrscheinlich, wenn du mit dem Auto schneller bist als ich zu Fuß von hier. Wow, das hat mich voll erschrocken gerade. Das müssen wir häufiger machen. Wichtig. Warst du tatsächlich... Overhead. eBay Kleinanzeigen hat nochmal die Geschäftsbedingungen aktualisiert. Ich wette, die haben keinen Bock auf Corona. Ah, das wohl bekannte Geräusch, viel zu viele Bloodrings. Wann sind das zu viele Bloodrings? Ja. Eigentlich sind es nicht genug. Ich finde, das ist genau die richtige Anzahl an Bloodrings, die wir hier haben. Ja. Jetzt eigentlich alle Waffen schon verkaufen. Ja. Na, eine sollte es überhalten wegen Granatenwerfen und so. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Oh, das ist echt, da hast du 10.000. Oh, wieso geben sie mir jetzt schon eine Option auf ein Level 10 Schild? Die wollen mich doch verschrammtnadeln. Ja? Das ist doch verschrammtnadeln, das Spiel. Ja. So, wie immer, wir sind heute gut drauf. Ich gehe sofort auf den Port, sobald du die Cutscene gepult hast. Ne? Ja. Wir sind tryharden heute. Ich find's schön, wie die Audioquelle halt auch dorthin geht. Ich habe deine Vögel gerade gehört, die flattern. So, 2, 1. Da hab ich zu spät gedrückt. Ich habe den E-Knopf nicht gefunden. Aber das war perfekt, weil ich habe noch nicht mal meinen Glitch getriggert und er war tot, weil ich schon in der Cutscene Vögel losgeschickt habe. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Machst du das nicht häufiger? Keine Ahnung, weil ich ein Idiot bin. Ich geh zu TK. Oder wer geht zu TK? Ich geh zu TK. Das sind Vögel. Ja. Ich hab uns noch 6 XP oder so geholt für die Skeks hier. Ja, schön. Schön toll. Jetzt bin ich aber kaputt von all den Spar. Von all den Spar? Ja. Hä? Was ist los? Hast du nie Dans Gushers gesehen? Nein. Das ist das weirdeste Stück Medium, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Und ich werde es nachher mit dir teilen. Oh Gott. Das haben wir in der 10. Klasse angeguckt und waren halt so. What? Mann. Es war halt. Sehr gut. Es war halt verstörend. Sehr geil. Was mache ich?
Catch a Ride, ne? Ja. Ja. So, jetzt wird Bonehead verschrampnadelt. Du verarschst ihn? Aber sowas von. Ich tue so, als ob ich auf ihn schieße, dabei schicke ich Vögel los. Let's get you Roland. So, ich spring da drüber, ne? Jo. Dann mach ich das Tor auf. Ja, grundsätzlich ist es nur ein Run, wenn man in die falsche Richtung aussteigt, ne? Du returnst zu Zed, ich gehe zu Chap Zenders. Jo, ich bin schon fast bei Zed. Geil. Ich muss noch zu Chap Zenders. Was ab hier gehen? Ja, hast du. Hä? Ja, ich bin doch hier. Mann! Dumme Aerial Waypoints. Theoretisch könntest du zum Beispiel jetzt schon den Minegate Key holen, während ich rüberfahre in die Höhle. Aber... Okay. Aber machen wir jetzt nicht. Okay. Ich glaube, die Route von der Höhle direkt zum Minegate Key ist auch nicht schlecht. Ja. Oh, Goldsplit. Ich muss mich nebenbei noch mit dem Felix kümmern. Der hat gerade einen kleinen kleinen Schocker hinter sich, deine Mutter war am Wochenende aus gesundheitstechnischen Gründen kurzzeitig in Lebensgefahr, aber jetzt ist alles wieder gut. Autsch. Ich sag nicht warum oder so, aber ja, ich war, ist klar, das ist persönlich, also so, hey, ja. Ich war für ihn da, hab gesagt, hey, falls jemand auf den Hund aufpassen muss oder so, kein Problem. Und wir wissen, wie es einem geht und so, und ja. Shit. Und ich kam nicht mehr. Ah doch, ich kam doch. Cool. Come on. Do it. Der ist down. Zwei haben wir hier noch. Oh, Level up da bitte. Ich bin nur Level 8. Ja. Yeet. Du bist Level 9. Ich nicht. Oh, Alter. Ist eigentlich krass, dass ich so viel schneller level denn als du. Ja, obwohl ich die ganzen Kisten aufgemacht habe. Naja, aber hast du die 50 geschafft? Nee, aber natürlich nicht. Ich habe irgendwann einfach aufgehört. Naja, darfst du halt nicht. Das ist ja das Ziel da dran, sonst bringt's ja überhaupt nichts. Ich wusste aber nicht, wann ich dazu kommen soll. Allein schon hier die ganzen Kothaufen und so. Ja. Boah, Alter, von diesem Lauscher kriegt man doch ein bisschen Karpaltunnel-Syndrom. Ich sterbe, ne? Ja. Ja. So, jetzt kannst du zu deinen Alphas-Gags gehen. Ja. Meine Alphas. Wallaha, Bibi, Jungs! Überhaupt die Munition auf. Und nicht mal Granaten in meinem Run. Ich habe ein bisschen Gefühl, dass durch Zero Tier unsere Performance noch besser ist. Das kann auch sein. Dass das einfach eine bessere Performance bringt. Es geht, ist halt eine andere Technologie. Ja. Oh fuck, die ganzen Alphas hier. Ja. Ich wusste nicht, dass du die hierher gepult hast.
muss natürlich irgendwie ausweichen. Ja, oder? Ich war noch nicht drauf gepasst. Um mal Stance aus Undertale zu zitieren. What do you think, I'm just gonna stand here and take it? Ja. Echt, ey, bester Twist von einem Bosskampf ever. Einfach ein Boss, von dem gesagt wird, er ist der schwächste Boss überhaupt. Und dann weicht er deinen Attacken aus. Während im ganzen Spiel halt keiner einen Fick darauf gegeben hat, wo deine Attacken landen. Ja. Okay, raus. Jetzt nicht quitten, sondern LAN-Game, Join-Game. Ja. Join-Game. Jo, jetzt sehe ich's. Ah, shit, jetzt habe ich schon gestartet. Was ist denn drin? Okay. Lost Cave kommt. Gut. Ich hoffe, ich habe meinen richtigen Charakter jetzt. Wenn nein, dann muss ich nochmal neu rein. Aber, ja, ready. Verfehl, bitte. Da kommen sie. Du gehst in Alphas, ne? Naja, du gehst in Alpha. Okay, jetzt sind so viele Vögel, dass mein Game gerade Performance-Probleme kriegt. Es hat gerade einmal richtig heftig geruckelt. Oder ich bin in den Alpha reingerannt. Kann auch sein. Ich sehe die ja nicht. Die werden einfach nicht gerendert. Zu viele Vögel. Ah, sehr schön, beide Level 11. Oh, ich werde durch die Gegend geschmissen von irgendwelchen halbtoten Alphas. Ich bin jetzt bei meiner letzten Gruppe angekommen. Und ich bin gestorben, bevor ich den Alpha töten konnte. Also ich hab Den Alpha getötet. Ja, kein Problem, letzter Gegner. Und raus. So. LAN-Game, Join-Game. Jetzt. Du musst warten, bis ich gehostet hab. Okay. Jo, hab ich. Bereit. Also wie gesagt, gib mir mal eine Sekunde schneller, länger Zeit, bevor du Join-Game machst, weil ich muss eine Taste mehr drücken fürs Hosten. Wir wollen ja den schnelleren Rechner. So, du bleibst vorne. Ich bleib vorne. Ja, ich mache jetzt noch einmal das Durchrennen. Ja. Out for Blood haben wir schon mal, das ist gut. Den können wir schon... Beziehungsweise du kannst mir immer helfen, die erste Gruppe hier zu killen. Aber ich bin schon durch, ne? Ja, jetzt bin ich schon durch. So, Level up. Und Gebietswechsel, go. Sehr schön. Ich hätte, irgendwo kann man noch diesen Glitch mit den Skill Points ausnutzen. Wenn man den irgendwie konsistent kriegt, kann man sich hier bestimmt eine Menge zusammen cheaten. Okay, ich gehe zum Gebietsübergang, du holst den Key. Hier ist zum richtigen Gebietsübergang, ne? Nach ja. Skag Gully. Arid Hills. Okay, ich fahr jetzt nach Skag Gully. Nein, wenn du das machst, vergewaltige ich eine Möwe. Die arme Möwe. Also ich hab Spaß dran. Ich mach ja. Das aus Prinzip. Ja, mach doch mal bitte. Hammer, raus. Geil. Was sagen die Splits? 2,40 vorne. Geil. So schnell waren wir noch nie, glaube ich. Wieso habe ich denn jetzt die Bremse wieder reingemacht? Hol den Vogel. Ach komm, jetzt. Nein. Ich bin im Cooldown. Ja, ist nicht schlimm. Ach, es ging gerade so gut. Oh, warte. Hä? Vogel. Ich krieg Vögel. Gut. Ja, dann kill einfach jetzt noch das, was überlebt hat, weil, als ich weg langgerannt bin. Jetzt den Weg, ne? Ich kenne den Weg. Okay, gut. War schon mal ein Problem. Oh, gut Gott, das ist so viel XP. Ja, das ist gut so. Wir brauchen's. Ja. Oh, ich find's gut, dass diese Mausräder halt nicht nur
keine Bremse haben, die sind auch noch so gewichtig, dass die halt ewig nachdrehen, ne? Ja. Das heißt, das hilft echt ein bisschen gegen das scheiß Karpaltunnel-Syndrom, was man hier durchkriegt. Ja, weil du so nur einmal pro 30 Sekunden oder so anstoßen musst. Also ich mach's alle 10 Sekunden schon, aber trotzdem. Puh. Aber trotzdem, irgendwas für die Hände könnte man da schon gebrauchen. Ja, so. So, ich hab ein Schild. Ich hab einen Vogel. Ja, Schild hast du ja vorhin eigentlich aufgenommen. Ich habe einen, ich habe einen gekauft, auf jeden Fall. Achso, du hast einen gekauft. Komm, Vögel. Vögel, komm. Sehr gut. Ja, der Anfang ist schon mal freigeräumt. Ja. So, du könntest mir helfen bis zur Halle mit den kleinen Linken. Du, ich muss ab hier zurück, weil ich muss ja vorne auch noch was kaufen und so. Ich muss mir hier jetzt genug Geld zusammenholen, auch für das Granaten-SDU. Brauche ich ja noch. Ich sehe die Kleinlinge nicht, Leute. Wie soll denn das gehen? Ich verstehe nicht, wie Leute dieses Spiel speedrunnen können und nicht die gleichen Probleme haben wie ich. Bessere Rechner? Ich bin Rechner. Das Spiel ist 10 Jahre alt und mein Rechner vielleicht 4. Ja, aber... anderes Niveau. So, weil jetzt bin ich erst mit meinem Menü hier fertig. Du könntest noch durchgehen und XP tanken, wenn du noch... Nee, es dürfte ja alles mehr oder weniger tot sein. Und seit ich... Die Strecke, die ich jetzt schaffen würde, ja. Ist es nicht wert. Nee. So, der Psycho sollte jetzt Town sein. Down to Town. So, der ist weg. Ja, der ist weg, habe ich gesagt. Geht doch. Weg ist er. Knopf gedrückt. Und irgendwo sollte er... Ah, raus. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Ding aufgesammelt. Ja. Faszinierend. Geil. Renn vor. Ich mache nochmal XP in ein bisschen. Hast du die neuen beiden Videos von Rezo Yalolay gesehen? Nee. Interessantes Ding. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dem Konzept Rezo nichts anfangen können wirst, weil der ist halt Elektro und... Ich habe also sein AfD-Video und sein CDU-Video gesehen. Wie fandest du's? Sehr gut recherchiert. Ja. Und ich finde, das hat wirklich für... dieses ganze YouTube-Politik-Zeugs meine Marke gesetzt. Ja. Sein neuestes Video dahingehend hieß Die Zerstörung der Presse. Und da ging es um, wie die Presse sich durchmogelt und sowas und wie, wie halt falsch zitiert wird und sowas, Sensationsgeilheit und so. Und hat da sehr kräftig vor allem Bild, die Welt und die FAZ kritisiert. Und er hat wie immer total geile Recherchearbeit gemacht. Ich sag dir nicht, was er gemacht hat. Du wirst baff sein, wenn er dir das erzählt. Also wenn du das Video gesehen hast, ne? Ja, ich meine, was ich an Presse so grauenvoll finde, ist, wie die Presse kaum noch selbst schreibt. Ja. Wir haben das ja auch gehabt, dass denn wir irgendwelche Artikel gemacht haben oder irgendwie es darum ging, dass wir in einem Magazin erscheinen vom Spiel her. Und wir haben selber das geschrieben oder dass Pressetexte selbst geschrieben werden und. Ja. So, Headstone Mine. Ja. Und, ja, Rezo hatte das kritisiert und das war jetzt schon vor einem halben Monat oder ich weiß nicht, schon ein bisschen Zeit her. So, Zerstörung der Presse, super Arbeit. Sehr hoch Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, das ist jetzt schon bei 3 Millionen Klicks oder so. Und was sehr, sehr peinlich ist, war die Antwort der FAZ darauf. Super geparkt. 1A geparkt. Ganz großer Rätschon. Komm raus. Also mach das und guck hier. Geil. Es ist Kunst. Nennen wir es Kunst. Ja, definitiv.
Ja, und Rezo hat halt auf die ganzen Anschuldigungen der Zeitungen einfach noch ein Video rausgebracht, wo er sich dagegen verteidigt und einfach mal sagt, so, ihr redet voll den Schwachsinn. Und das ist ziemlich cool, wie gut er das schon wieder argumentiert und vor allem mit Quellen belegt. Weil speziell die FAZ hat einen ihrer, irgendein Chefredakteur, auf jeden Fall einen Journalisten, also der irgendwie bei der FAZ einen Namen hat, einfach vor eine Kamera mit Mikrofon gesetzt und der hat einfach nur gesagt so, ja, das ist sehr selbstverliebt, was Rezo macht und sehr viel von dem, was er sagt, stimmt nicht und... Jetzt bin ich da hoch. Oh, ich bin krepiert. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ich danke meinen Freunden, 50 Cent The Game. Meinst du jetzt mit The Game den Wrestler? Nee, den Rapper. Okay, den kenne ich Anfang nicht. Der 2000er. Ah, shit. Bin ich gesprungen? Ah, und ich hab ne fucking Nerf-Mod, Alter. Nerf? Ja, wer will denn einen scheiß Nerf-Mod haben, ey? Also im normalen Gameplay mag ich die ganz gut, aber... Ja, nicht für Nate-Jumps. Nee, überhaupt nicht für Nate-Jumps. Für Nate-Jumps brauchst du eigentlich Longbow, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Paar Vögel hätte ich gerne. Na bitte. Okay, gibt XP, das ist gut. So, keinen Save-Point mehr aktivieren? Ich doch nicht. Boah, dummer Scheißvogel, komm her. So viele Vögel. Das sind keine Freunde. Ich wäre echt gerne mit ihm befreundet gewesen. Boah, hier ist mein dummer Vogel im Cooldown. Alter, du Voll. Wow. Leute, chillt mal. Chill mal auf deine Titten. Chill ich dir nicht mal auf deine Titten. Richtig schöne Eiscreme, ja. Shit. Shit. Komm, kill den. Ja. Yeet. Komm, Jakob, schaffst du. Shit. Nee, schaffe ich nicht. Muss nochmal resetten. Ich bin nicht am Savepoint gewesen. Du kannst jetzt zum Savepoint gehen. Schaffst du den? Achso, stimmt, er wird ja nicht resettet. Oh, ich habe Granaten gefunden. Geil. Ich musste keine Granaten kaufen. Lol. Lol. Ich hab keinen Savepoint. Gut. Jetzt kannst du definitiv zum Ausgang gehen. Ja, ich bin schon am Ausgang. Alles gekillt und dann killt er mich noch. Fuck, ey. Kiste ist offen und go. Yes! Was sagt der Split? Ah, wir haben 30 Sekunden verloren. Warte. War trotzdem gut. Ja. So, jetzt gehe ich zu Zed. Und ich gehe zum Ausgang. Also wir haben im Prinzip jetzt bei Sledge verloren, was wir vorher im Safehouse gut gemacht haben. Schade. Er kommt trotzdem, ist der Run um einiges schneller. Ja, ja. Das, wenn wir es jetzt noch schaffen, während Skagskiller ein paar von den Viechern zu töten. Also ein paar Outrunner zu töten. Kannst. Ja, muss noch zur Off-Position gehen. Was
Nazis. Hammer. Jo, 2 Sekunden gespart. Geht. Insgesamt jetzt oder nur bei dem Split? Nee, bei dem Split. Geil. Geil. Und watch me, das machen wir jetzt alles wieder kaputt. Ah, sprich den doch an. Bin fast unter dem Tor durchgelinscht. Old buddy, I mean asshole. Asshole, my mama girl part. Das ist so, das ist so gut, ja. Das ist einer der top-notch Voice Actors von Borderlands generell. Ah, oh, shit, it's you, Hyperion. Ah, oh, let me tell you one thing. You're ever gonna catch me alive, some bitches. Das ist ein Dialekt, das ist alles, ne? So hartes Südstaaten-Englisch. Deine Mutter, die ich. Das ist sogar eine Sprache, die darfst du amerikanisch nennen. Was nenne der verwendet. Hilbi? Hillbilly. Ah, Hillbilly. Ja, natürlich Hillbilly. Ah, shit. Oder Redneck. Ich nenne sie Redneck immer. Ja. Amerikanisch nenne ich es nicht. Also, amerikanisch ist für mich tatsächlich Spanisch eher. Nee. Das authentische Spanisch. Ein paar Vögel mehr werden ganz nett so. Es sind nur Badasses hier unterwegs, das kann nicht wahr sein, ey. Jetzt toi toi toi, dass ich bei Skrexilla nicht sterbe. Toi toi toi. Ich tue mein bestes Rad, dass ich hier nicht rauf und runter sterbe. Yes, Laser Attack. Ja, easy ist auszuweichen. Ja. Weil man sagen muss, damals war das schon beeindruckend. Ja. Laser? Ja, die Skrexilla, der Kampf im Allgemeinen. Ja. Ja, natürlich. Greif mich zweimal mit der unausweichbaren Attacke an. Scheiße, ey. Der Stampfattacke oder wie? Nee, die Spuckattacke. Nimm mein Auto. Ja, Stampf wollte ich damit. Geile Scheiße. Nimm dein Auto, fahr zum Catch a Ride, du aktivierst den Portpunkt. Ja, ich muss erstmal mit Lucky reden. So, Port aktiv. Dann kannst du dich zu meinem Auto porten. Zu deinem Auto. Ja. Ich hab deins nur genommen, um schneller zum Catch a Ride zu kommen, um zu meinem zu porten. Geile Scheiße. Steig aus! Auf E drücken heißt aussteigen, so muss ich dir das erklären. Weil das Spiel nicht weiß, wie es funktioniert. Das siehst du doch schon an den ganzen Blood Rings. Ja. Boah, Alter, ist das wirklich niemandem aufgefallen? In der Entwicklung? Wahrscheinlich nicht. Das frage ich mich konstant von den ganzen Scheißsachen, die auf YouTube passieren, ne? Ja, aber wie will dir das auch auffallen? Shit, bin in die falsche Richtung gecycelt. Der Sprung von ihm ist super leicht auszuweichen, weil du selber nur springen musst. Nicht sterben. Ist er nicht. Ja, und raus. Und raus, ne? Ja. So. LAN-Game. Ihr sagt mir wann. Oh. Perfekt. Doch sofort da. Los. Los. Chill, girl. Wir sind jetzt dran, uns den Weltrekord zu holen. Den Feldrekord. Ja, den Feldrekord. Gegen die Amis vom Feld da. Wir haben Borderlands so schnell gespielt wie noch niemand, der auf einem Feld gesessen hat. Das ist der Feldrekord. Ja. Gesponsert von einer Biermarke. Feldjeans? Nein, Bad Kulmbacher Mölzhof. Was? What the fuck? Das ist mein Lieblingsbier.
Kann ich dir mal sagen, dass du eine tolle Verlobte hast? Nee, habe ich nicht. Gott, das ist wild, ey. Das Vibe. Was denn? Ich hab mir von meinem Gitarrenschüler sagen lassen, dass diese Frauen die besten sind zu heiraten, die dich die ganze Zeit nachäffen und die dir dein ganzes Leben schlicht drehen. Weil das erste, was ich von ihr mitgekriegt habe, ist, als er bei mir war, einen Anruf von ihr gekriegt hat und einfach gesagt hat, so, ich soll dir ausrichten, dass aus mir nichts wird. Und ich so, okay, cool. Hatte mit dieser Frau eine Tochter. Au. Das ist ab. Was mache ich? Du, ich kann zu dir porten. Nee, brauchst du nicht. Das lohnt nicht. Dann fahre ich jetzt noch abgeben, ne? Der ist nicht down. Dann steige ich jetzt aus? Ja. Wenn aus hier steigt. Shit, ich krieg meine Bloodwings nicht mehr richtig raus. Jetzt. Und. Dann resetten. Down. Und ich bin raus. Go. Perfekt. Oh, es ist so schnell. Es ist so schnell. Es ist so schnell. Ohne Scheiß. Also damit hätten wir richtig, richtig gut Chancen, zweiten Platz zu erringen heute. Und dann habe ich endlich Ruhe bei diesem Scheißspiel. Nein, da müssen wir den ersten schaffen. Nein, als ob wir den ersten schaffen, Junge. Diesen Scheißsprung, Alter, da kriege ich mehr als nur fucking... Das ist ja nicht nur der Sprung. Ich meine, das ist ja eine halbe Stunde, die uns dann noch fehlt. Oder 20 Minuten. Das ist ja nicht nur dieser Sprung. Ja. Der Sprung macht aber halt schon fucking viel aus. Der Sprung macht vielleicht 3 Minuten aus. Boah, warum kommen denn 3 auf einmal? Was soll denn die Scheiße? Ich hasse euch alle, Alter. Das ist so ein Schrott. Ey, ohne Scheiß, kommt 3 auf einmal. Toll, wie soll ich da irgendwas schaffen? Oh ja, sorry, ich habe auch nicht geholfen. Raus. Bin draußen. Kann ich? Ja. Boah, Alter, das ist halt so dumm. Wie soll man das hinkriegen? Diesen dummen Autos, ey. Immer schön eins nach dem anderen. Ja, ich kann nicht eins nach dem anderen, wenn 3 auf einem Haufen sind. Also einen habe ich hier jetzt schon mal vorgedamaged. Einen habe ich down. Siehst du? Zu dem nächsten. Geh aus dem Fahrzeug. Versuch's. Ich bin draußen. Ah, okay, es war vielleicht ein bisschen früh noch. Ich dachte, ich gehe ihn schneller. Aber habe jetzt Hälfte. Drei ich Viertel. Hab ein Fahrzeug. Ja, ich hab ein weiteres Fahrzeug geschafft. Down. Ja, trotzdem. Das passiert. Nein. Sagst? Ja. Perfekt. Ich hab aus Versehen Join gemacht. Achso, passiert. So, ich versuch nochmal. Ich meine, wenn du jedes Mal eins schaffst, das ist schon gut, ne? Eigentlich schon, aber ich, manchmal schaffe ich nicht eins. Ja. Keins. Ich konnte dir nicht helfen, weil hier keins ankam. Da kam's. Hinten ziehen. Ist egal. Ich kann ja dann nicht mehr. Boah, ich würde echt gern diese scheiß Explosion ausmachen, weil man sieht keinen Scheiß. Die sind so dicht bepackt mit Partikeln. Oh, ich habe eins. Nice. Gut. Mach noch einen zweiten. Kann ich nicht. Ja? 37 HP übrig. Okay. Das
Schaffe ich nicht. Es sei denn, ich nehme dein Auto. Ich greife jetzt an. Hälfte. Und down. Ja. Jakob, ich erzähle dir jetzt einen Witz. Ich war letztens in meinem Zimmer und habe Sterne beobachtet. Mhm. Bis ich gemerkt habe, wo ist mein Dach? Das ist echt gebraucht für, was? Nee, ich habe den sofort mitgekriegt. Ja. Also, als du gesagt hast, wo ist mein Dach, aber... Ja. Ja. Hälfte. Bin draußen. Und down. Bin draußen. Level up. Yay. Ja. Go. Und los. Im letzten haben wir 18 Sekunden gut gemacht. Okay, gut. Geil. Klappt gut heute, ohne Scheiß. Mhm. Bisher klappt's gut. Jetzt muss ich nur noch halt diese scheiß Road Warriors schaffen. Kommt einer von hinten? Kommt noch einer von hinten. Shit. Wow. Lenk die ab, lenk die ab, lenk die ab. Ich hab einen gekillt. Geil. Krieg vielleicht noch einen. Hä, wo landet die Rakete bitte? Ja, zweiter gelaufen, nice. Yay. Und noch ein dritter ist er. Nein, den schaffe ich nicht wahrscheinlich. Doch, mach. Komm. Und? Skaxler wird jetzt angegriffen. Nice. Ja, ich bin jetzt down. Draußen. Ja, geil. Geh raus. Ja, mach. Und... down. Es hat mich jetzt noch ein Auto angegriffen gerade. 4 Sekunden Zeit gespart und 3 Autos gekillt kannst. Ja. Krass, Alter. Der war brutal gut. Ja, der war mega geil. Ja, jetzt hast du noch 2 Tries für 2 Autos. Ja. Das krieg ich hin. Jetzt haben wir die Levels gut. Am Anfang immer nur so frustrierend. Du die auch einfach nicht klein kriegst oder einfach so schwach bist. So. Macht das so viel aus noch, das Level? Ja, natürlich. Echt? Also du kriegst doch richtig HP dafür, wenn du mit höheren Levels ein Auto spawnst. Da kommt ja einer hinten. Ja. Immer gleich nach hinten gucken. Ich kann nicht nach hinten gucken. Muss ja nach vorne fahren. Ja, keine Ahnung. Kurz nach hinten, also kurz G drücken oder G gedrückt halten, Space drücken und dann kannst du schon... Ist das dein Down? Kriegst du erst Down? Nee. Ich kann jetzt erst angreifen. Okay, weil jetzt kommen erst Autos. Ach, ja, nee. Ich bleib drin, weißt du, nee, ich geh raus, geh raus. Geh raus, down. Ach, jetzt egal. Raus. Und nochmal von vorne. Ja, jetzt war ich immer Auto leider. Ja. Nicht so schlimm. Kannst. Musst ja immer warten. Zu schnell gedrückt. Musst ja immer warten, bis ich, Ja. Los. Bis ich auch in der Arena bin. Ja. Aber ja, du hast jetzt, Du kannst jetzt im Prinzip das letzte Auto killen. Und dann, kannst du in dem danach kannst du sogar Skaxilla abgeben gehen. Okay. Dann gehe ich gleich mal auf die Route Skaxilla abgeben zu gehen. Das geht schneller. Und hoffe, dass ich dort ein Auto finde. Hm. Ja, da ist ein Auto. Perfekt. Ey, komm. Hab's. Nice. Gut. Geh Skaxilla abgeben. Ja, geh Skaxilla abgeben. Kann jetzt. Bin jetzt sowieso erst in der Arena. Steige aus. Ja. Und down. Gib ab. Ich bin gerade so. Gib ab. Und raus. Raus, ne? Ja. Jeet. Nice. Und schon wieder 11 Sekunden gespart. Kannst. Man kann schneller aktualisieren, wenn man reingeht. Und dann, wenn es nicht kommt, dann auf Escape. Ja, ich weiß. Geil, wusste ich nicht. Habe ich gerade rausgefunden.
So, wir müssen jetzt noch zweimal Skeksilla machen. Was? Okay, ja. Hier erstmal den Quest abgeben. Ja. Was zur Hölle? Ich habe Whittings Elephant Gun ausgerüstet. Ihr wollt, dass ich auf meine eigene Scheiße kotze, oder was? So, ich spawn einfach in dein Auto rein, ne? Jo. Lass mich aussteigen, danke. Oh, Vögel, das habe ich lange nicht mehr gefeuert. Wir müssen noch zweimal Skeksilla töten. Ja, dieses Mal und das nächste Mal. Okay. Wir müssen noch nur Level 21 erreichen. Und Ross. Habe ich nicht gesehen, warte. Jetzt. Ja, das hätte jetzt theoretisch Level 21 sein müssen. Haben wir nicht geschafft. Ist aber auch nicht so, kannst, nicht ja. So schlimm. Ich mache jetzt Skeksilla, du fährst direkt zu Mad Mel. Jawohl. Ungewöhnlich lange Ladezeit für mich. Ist egal. Ist da. Chat. Hm? Mein Skript hat so heftig ausgelöst, jetzt habe ich keinen Boost mehr. Du weißt, dass er ewig braucht zum Nachladen, ne? Ich weiß, was ich sehe, Jakob. Okay. Ich habe es ausgemacht gerade und jetzt habe ich keinen Boost mehr. Er hat halt die Bremse nicht in meinem Scheiß-System. Ja. Ist aber auch egal. Also ab extrem vorsichtig. Down, Level 21. It's Mad Mel. Mann, Alter, das stört mich jetzt krass mit dem Boost. Ist doch nicht schlimm, brauchst du doch bei Mad Mel gar nicht mehr. Ja, aber brauchst später noch. Wir haben ja zwischendurch keine Restarts. Boah, halt doch mal still, du Opfer. Wo hast du den Führerschein gemacht? Bei Martin oder wie? Hast du den Savepoint dort aktiviert gehabt? Ja. Okay. Und ich glaube, ich habe noch einen anderen aktiviert, deswegen werde ich es nochmal versuchen. Ja. Du musst jetzt sterben. Ja, okay, du hast den anderen gekriegt. Du teleportierst dich in mein Auto, oder? Ah, nee, nevermind, du bist am richtigen. Ja, mein Boost verschwindet. Das kannst du in meiner Aufnahme dann sehen. Oh, ja. Mad Mel ist ausgeglitscht. Oh, schade, doch nicht. Was zur Hölle ist mit dieser Rampe los? Siehst du das eigentlich? Wenn man auf der Rampe fährt, dann spast alles rum. Das ist voll witzig. Mad Mel ist fast tot. Mad Mel ist tot. Ich geh mal weg. Okay, geh in ein Auto. Ja. Und fahr mir nicht in den Arsch. Ich kann dir nicht in den Arsch fahren, ich habe keinen Boost. Das wird eine gute Zeit. Laptop nicht blockiert, ja. 5 Minuten 43 im Plus. Wir haben 2 Minuten gespart. Also im Minus. Wir haben 2 Minuten gespart gerade. Geil. Und ich habe keinen Boost. Egal, du bist eh erst zu Helena Pierce. Zu Helene. Boah, es kotzt mich echt an. Also ich muss... Können wir irgendwo kurz ganz spontan einen Neustart reinmachen? So lange ist... Ach. Okay. So lange dauert es auch nicht, Eva. Mal starten. Okay, ja. Ja, es gibt dann. Ja. Rust Commons West kann ich dann halt nicht, nicht so schnell zu Dings fahren. Ja, du wartest eh immer auf mich. Ja, stimmt auch wieder. Na, immer gerade so tatsächlich. Ja, trotzdem. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Neustart wird uns mehr Zeit kosten, glaube ich. Hm. Warum regen sie denn auch den Boost auf den gleichen Knopf wie das verdammte Skillen. Ja. Das ist wie dieser Scheiß. Hast du jemals von Tony Hawk's Pro Skater 5 gehört? Nein. Tony Hawk's Pro Skater, sagt dir was? Ja. Und Pro Skater
Also Pro Skater 5 wurde 2018 rausgebracht, zwei Monate bevor der Lizenzvertrag zwischen Activision und Tony Hawk abgelaufen ist für all die Videospiele, die sie machen, ne? Also haben sie natürlich kurz vorher noch einen Cash Grab gemacht, ne? Und Activision hat die Entwicklung gegeben. Hast du ein Auto? Ja. Gut. Ah nee, hatte ich nicht, sorry. Ja, komm. Ja, jetzt musst du halt dort hingehen und ein Auto holen. Ah gut, dann... Habe ich nicht dran gedacht. Ja, nicht so schlimm. Und ich habe auch einen Split wieder vergessen. Den muss ich mal rausnehmen, weil der ist schwachsinnig. Eine andere Route. Ich fahre jetzt eine andere Route, um okay. Also ich laufe jetzt direkt durchs Banditencamp hindurch. Und versuche auf die andere Seite. Okay, du hast auch Schwierigkeiten, das ist gut. Naja, das hat nur der Underpass nicht getriggert. Ja. Ich gehe jetzt raus und triggere den. Oh Gott, das ist eine Menge Fußwegs. Ich renne jetzt zu aber Tennis durch. Ich brauche noch ein bisschen bis zum Portpunkt. Ja, ja, ja. Ich bin, wie gesagt, noch am Durchrennen zu Tennis. Nein. Hab ich. Junge. Ich war, sorry. Hitze des Gefechts. Okay, go. Das war knapp. Siehst du? Also ja. Was war Tony Hawk's Pro Skater 5 hat Activision rausgegeben an einen Entwickler namens Modomoto. Modomoto macht hauptsächlich Mobile Games. Okay. Und sie hatten eine grandiose Entwicklungszeit von einem Jahr. Wow. Für ein AAA-Spiel, ne, PlayStation 4, Xbox One. Und, Ah, shit, ich hab den C-Charge mit angenommen. Egal. Passiert, nicht so schlimm. Mach den Spider-Ente hinten. Ja. Und vielleicht sagt dir das Gameplay von Tony Hawk ein bisschen was, ne? Du kannst grinden, ne? Du kannst also mit dem Skateboard irgendwo lang grinden. So. Sie haben, weil es bei Tony Hawk's Pro Skater HD. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo kam das denn jetzt her? Komm, töte den. Ach, das war ein Raketenwerfer, Dude. Beat. Komm weiter. Muss nur kurz Vögel kriegen. Da kommen Vögel. Also kannst du irgendwo grinden, habe ich gesagt, ne? Die, jetzt gab es bei Tony Hawk's Pro Skater HD oder so ein HD-Remake vom zweiten Teil, gab es das Problem, dass sie mit der Physics Engine total rumgesponnen haben und dass man immer viel zu hoch geflogen ist, ne? Das haben sie jetzt nicht verbessert, sondern sie haben stattdessen eine Funktion eingebaut, dass du einfach ganz schnell auf den Boden zurückslammen kannst. So, also die Slam-Funktion. Ne? Okay, restart. Aus. Also, ja. Aber wusste ich, dass es so schnell ging. Ich habe einen anderen Weg genommen. Ja. Kannst. Und über den anderen Weg komme ich schneller nach vorne. Los. Und kann dir schneller helfen. Also ja, du kannst also auf einen Knopfdruck dich auf den Boden schmettern lassen und damit irgendwie, keine Ahnung, ja. Okay, ich geh abgeben, du bereitest den Port vor. Ja. Natürlich finde ich jetzt sofort die Outer Yard. Achso? Ich bin auf dem Weg. Ja, okay, go. Jeet, das klappt gut.
Komplett? Ja, Gold. Geil. Minus 6, 12. Geil. Ich kann kaum so richtig verkacken. Also du kannst dich vom Spiel, also Tony Hawk Pro Skater 5, du kannst dich auf den Boden slammen lassen. Ja. Jetzt rat mal, auf welchem Knopf das gelandet ist. Auf dem Sprungknopf. Auf dem Grindknopf. Auf dem Grindknopf. Das heißt, du bist in der Luft, siehst dort eine Grindline, willst dort grinden und das Spiel schmettert dich auf den Boden. Ah, ich hab schön geparkt. Also ich park's noch schöner. Bam. Okay, das war nicht so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich habe noch jemanden getötet. So, ich bleibe jetzt wieder hinten und sammle Flaschen. Also, aber das war halt nur, also mit dem Strength-Knopf, das war halt nur eines der Sachen, die halt komplett missraten sind in diesem Spiel, ne? Hm. Und es gibt natürlich keine Funktion, das Ganze auf einen anderen Knopf zu legen oder gar auszumachen. Ne? Das ganze Spiel ist sowieso ein komplettes Fehldesign. Man wollte mit dem Spiel die Reihe revolutionieren und zurück an die Anfangstage gehen. Ja, aber du hast mit einer Aussage schon mir erklärt, dass das Spiel scheiße ist. Ja. Electronic Arts hat... Nein, nicht Electronic Arts, Activision. Ja, same diff. Okay. Activision ist echt das allerletzte. Electronic Arts ist dann noch mal ein Stück schlimmer, aber Activision ist auch das echt letzte. Keine Ahnung. Echt, ey, Publisher sind das schlimmste Ding für die Spielbranche überhaupt, oder? Publisher sind schon ziemlich schlimm, ja. Ich habe nie gehört, dass Publisher irgendwas Gutes getan haben für die Branche. Wirklich noch nie. Naja, sagen wir mal so, ohne Publisher gäbe es die Branche nicht. Ja. Das ist die traurige Wahrheit. Ja. Weil die haben früher dafür gesorgt, dass Geld da war, dass man das Ganze machen konnte. Ja. Aber jetzt... Leider sind die Geldgeber halt die Leute, die Regeln schreiben. Das ist das, ja, echt das Letzte. Du hast halt jemanden wie Rockstar Games. Rockstar Games, die halt sagen so, nö, etwas anderes als Perfektion bringen wir nicht raus. Ja, aber... Blizzard war früher auch so. Ja, Blizzard wurde aber von Activision auch aufgeteilt. Richtig. Und raus. Ja. Yep. Ach so. Ah, sorry. Mach. Mein Fehler. Warum? Das hat uns jetzt 6 Sekunden. Ja, sorry. Ich dachte, wir gehen raus und wieder rein. Nein. Doch, dachte ich. Also Blizzard wurde von Activision gekauft. Also ist Blizzard jetzt auch vorbei. Ja, ich weiß, deswegen ist er jetzt Activision Blizzard. He stabbed me twice. He stabbed me twice. Liebe diese Line. Yeah, Crazy Earl ate one of my cars once. Yeah, the whole car. Ford. Okay. Alter, als ich die Zeile das erste Mal gehört habe, war ich so, Scooter, das ist nicht die Erklärung, die ich haben wollte. Ich hab gefragt, wie, nicht wie. Nee, welche Line denn, hä? Als Borderlands 2, wo Scooter, du lernst Scooter kennen und er gibt dir halt ein Stück Iridium, damit du es im Schwarzmarkt verkaufen kannst, ne? Und, Hier direkt porten, ne? Ja. Ja. Ich hab's mal richtig gemacht. Ganz weit von mir weg, ja. Ganz weit. Nee, also du kriegst ein Stück Iridium für den Schwarzmarkt, ne? Du sollst es dann verkaufen, dann kriegst du auch eine Engine Cell oder was auch immer das war, Fuel Cell. Mhm. Und wow. Falsch, Jakob, falsch. Okay. Ja, gleich rechts. Ja, den fährst du sonst immer. Ja. Und ja, wie immer bei Richtung Cromps Canyon, ich gehe links lang, du gehst rechts lang so rum, ne? Du gehst zum Port und ich versuche die Viecher auf mich zu lenken. Joa. Oh, schön, dass es wieder Boost zu haben. Genau, Scooter schickt dich zu Crazy Earl und meint so, be careful, it's Crazy Earl, though, he's like really crazy. Warte eine Sekunde. He ate one of my car. Warte eine Sekunde.
Yeah. And go. He ate one of my cars once. Yeah, the whole car. Like, with a fork. What the fuck? Kennst du das nicht? Das ist einer meiner Lieblingszeilen von Scooter. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wie er Crazy Earl beschreibt. Das ist halt todeswitzig. Und das ist halt so, ich war halt so, hä, wie hat er das denn hingekriegt? Und er so, ja, halt, ne, ne Gabel. Und ich so, ne, das meint ich nicht. So, erster Turm bei mir ist down. Ja, bei mir ist auch der Turm down. Nice. Versuch jetzt den zweiten Turm zu erwischen, aber ich sehe ihn noch nicht mal. Ich bin aber, ham. Du gehst direkt hin, ich versuche hier weiter Kills zu machen, damit ich hier so schnell wie möglich durchkomme. Stirb einfach nicht. Ja, ich versuch's. Und durch. Ich habe auch einiges getötet hier. Alter nice. Schwede. Split? Ist an der Stelle nicht. Ah, schade. Okay. Ist, wenn wir hier rausporten. Ich renn dir hinterher und bis zur Region, wo Crumb losgeht, also bis zur Cutscene, helfe ich dir einfach, ne? Jo. Oder? Aber ich weiß, du schon. Meine bis dahin ist ja leicht, aber du könntest mir einen besseren Schild droppen, theoretisch. Ich hab einen besseren Schild. Ich hab ein Schild. Komm her. Komm schnell her. 259. Ja, dropp mir den. Sehr schön. Und dann kannst du. Ja. Jetzt. Okay. Und ich kauf mir einen neuen. Okay, dann warte ich hier jetzt auf dich, Schnucki. Macht halt schon mal super fair aus im Verhältnis zu meinem 50er Schild, ne? Alter Schilde, und der stärkste Schild, den ich hier kaufen kann, hat 10 weniger. Sehr geil. Aber dafür habe ich ja Shock-Resistance. Ja, genau. Dann, an der Stelle drop. Ich versuche bis dahin irgendeinen guten Schild zu finden und drop den denn hier. Ja. Das ist eine gute Idee. Die Shops rendern nicht. Die Shops rendern einfach nicht. Ich hab einen. Och, ein Ranger Class Mord. Ich hätte ihn mir leid. Ah, ne, kann ich mir gar nicht lassen. Ah, alles gut. Alles gut. Ah, der ist hart. Der ist hart. Und meinst du, wir schaffen es dieses Jahr in YouTube Rewind? Schuhkatzin! Das hat nicht so schön. Nein, Claptrap. Machst du das eigentlich immer mit deiner Stimme oder mit einem Effekt? Nein, ich mach das mit. Ich inhale. Alter. Ich mach Simon. Nein, Claptrap. Schweine. Oh, ich werde in einem Leben. Ich werde voll. Ich werde voll die Brette in Spannung. Oder wir durch den Mond. Schaffst du bitte? Mhm. Schwere Stelle kommt jetzt gleich. Ich bin noch nicht am Port. Das ist gut. Erste Stelle, okay, gut, gut, gut. Letzte Treppe. Ah. Ja, yes. Was denn? Okay. Ja, geh ich auf den, ja, geh ich auf den Port. Geh zum Port. Ja. Kannst. Unterpass? Kannst. Wo ist der Underpass? Wo ist der Underpass? Mann. Ich war die ganze Zeit mit der Maus. Ist egal. Boah, ich war blind. Gold. 2 Minuten gut gemacht. Alter. Sag mir bloß, wie schaffen wir heute tatsächlich den zweiten Platz. Ich darf es nicht beschreien. Am Ende kommt der verdammte Destroyer nicht mehr. Dann stirbt dann einer von uns und dann haben wir den Salat. Gehst du Tennis? Oh, Helena Pierce hat Aufgaben für uns. Geil. Yeet. Ja, toll. Sehr schön. Ich würde mich so freuen, wenn ich irgendwelche VST-Effekte hier rauflegen könnte. Ich habe so witziges Zeug. Ich habe so einen Autotune-Effekt, weißt du? Die hätte ich echt gerne hier drauf. Autotune-Effekte sind die witzigsten überhaupt, um Leute im Voice-Chat zu trollen. Janice Korb als nächstes. Okay. Jetzt. Oh.
Steig gleich ein, ich fahr los. Eine Rakete konnte ich abschießen, bevor du losgefahren bist. You killed the ugly one. Ich wette, das war wieder so ein Story-Aspekt, der gestrichen wurde. Was? The ugly one. Ich wette, da gab's Details hinter. Na, Crom. Jetzt raus, raus, raus. Ah ja. Crom wird doch the ugly one sein. Ja, natürlich, ich wette, da gibt's eine Geschichte dahinter. Ja. Wir sollten Claptraps Voicelines austauschen. Kriegst du nicht hoch? So, du raus und alleine, ne? Erstmal. Ja, der ist ja leicht. Fahr. Ah, nee, noch nicht down. Sorry. Nein, ich hab ihn erst. Ja. Jetzt kann er erst spawnen. Ja, aber ich kämpfe schon gegen ihn. Ach, jetzt stirb schon. Jetzt ist er down. Ich gehe direkt auf den Container, ne? Ja, du gehst direkt zum Container. Ja, ich bin Container-Class und du bist Mitsubishi, Yoko. Kennst du das? Portest du eigentlich? Ich bin gleich da, ich muss erst hinlaufen. Das ist nicht direkt ein Port. New Haven. Das war von Zirkus Halligalli, wo die mit Joko und Klaas mit. Ja, nochmal 30 Sekunden geschafft. Yay! Wo Joko und Klaas zusammen mit Olli Schulz in Hamburg waren, ne? Mhm. Und Olli Schulz meinte so: Ja, ihr braucht doch einen Kiez-Namen, ne? Du bist Container Klaas und du bist Mitsubishi Joko. Ich muss zu Ernest durchgehen. Nach Ernest ist für mich ja Tennis, ne? Ja. Ja. Genau. Ich hole den Container. Ich bin Container-Class. Kann ich jetzt mal wieder Skillpunkte ausgeben? Ja. Ey, ich darf abgeben. Das ist ja nett. Und, also... Ja. Ja. Und jetzt die Outer Yard. Cauldron. Nee, wie ist The Cauldron, danke. Cauldron. Und ich helfe dir mit Senor Cobb. Ja. Ja. Goldsplit. Geil. Wir haben an der Stelle 11 Sekunden gespart. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Weil ich letztes Mal einfach nicht abgeben durfte. Ja. Ja, es war ja generell das schnellste Mal, dass wir es jemals geschafft haben. So, ich bin da. Gib mir Auto. Nein. Ich dachte, du holst Auto. Hol Auto. Los. Sorry. Alles gut. Und dort. Raus. Bin an die falsche Maschine gegangen. Das war das Problem. Turrets. Turrets down. Ja, zweites hoch. Heads down. Bist du denn alleine oder? Okay, geh. Ja, geh. Ja. Oh. Bei der Vögel-Spam. Ja. Wonderful.
Döp. Ja. Ich versuche dann hier einfach noch Erfahrung zu grinden ein bisschen. Ja, du spawnst eh dort hinten, also hättest du eigentlich doch gleich. Ja, ist jetzt egal. Hallo Mordecai. Hallo Jakob. Hallo. Chill. Chill. Bitteschön. Oh, aha, du warst im Menü. Mann. Auf die Sekunde genau gleich. Geil. Ich meine, war zwar immer noch ein Goldsplit irgendwie, keine Ahnung warum, wahrscheinlich Millisekunden, aber. Ja. Komm, als ob der jetzt Game Ticks zählt oder so. Ja. So, du kommst mit. Mit, ne? Ja. Ich hab einen Skillpunkt über. Soll ich den ausgeben? Nee, ne? Nee, ich habe ja zurzeit eh nur den Critical Hit Skill. Ja, der Critical Hit bringt nichts. Ups. This last challenge. Ups. Oh, jetzt. Bist du hinter mir? Ich bin gleich. Ja, du bin bist gleich hinter dir. Ja, gut. Wir haben eine Minimap ganz laufen falsch. Shit, stimmt. Ah! Dafür haben wir nochmal 183 XP gekriegt. Und wenn das Sniper Rifle Proficiency ist. Nice. So, wie greifen wir Vagina-Gesicht jetzt am besten an? Mit Vögeln. Back with a fork. With a spoon. Wir hauen ihn so lange mit einem Löffel, bis er umkippt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das hatte. Das war mal so ein Trailer mit the slowest possible murder with a possible weapon. Genau. Ja, das ist steinalt, aber so aus den Anfangstagen alt. Des Internets. Naja, das nicht. Das nicht, aber es ist. Also es war eines der bekannteren Dinger, als YouTube gerade an Google verkauft wurde. Ja. Die geldgierigen Schweine, Alter. So das Schlimmste, was du tun kannst, deine Firma an Google verkaufen. Google stellt sicher, dass es halt zwar voll viele Leute benutzen, aber dass es halt absolut beschissen entwickelt wird. Come on, Vagina-Gesicht. Vögel. Bleib. Du bist okay, tot. Gut. Geh einfach zum Eingang zurück jetzt. Okay. Also, ich bin immer am Eingang. Geht's anfangen? Ich bin, ja. Ah, okay. Not good. Du darfst jetzt nicht sterben. Okay, du stirbst nicht. Weißt du? Alter, scheiße. Nee, schaff ich nicht. Shit. Okay, ich renn nochmal los. Ja. Scheiße, Mann. Hier geht's jetzt alles kaputt. Nö. Du, wir werden die 6 Minuten durchaus brauchen, um. Nein. Der ist doch noch am Leben. Der resettet doch sein Life nicht. Ja, aber ich meinte nur, dass der Weg dorthin dauert jetzt ewig lange. Ja. Kommen wir jetzt einfach auch nochmal zur Sicherheit mit. Problem ist, mein Vogelstrom ist dann irgendwann so ein bisschen abgerissen. Ja. Weil ich um die Spider-Ends. Ja, genau. Weil Viecher machen fast gar keinen Schaden gegen Spider-Ends.
Ich verstehe nicht, warum der manchmal einfach aufhört zu laufen, nur weil man auf den Boden guckt. Eigentlich, solange ich keine seitlichen Tasten gedrückt halten oder so, sollte er doch eigentlich gar nicht aufhören zu laufen. Meinst du zu rennen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das teilweise mit dem Skill zusammenhängt. Dem Action-Skill. Oh, toll. Okay. Und... down. Ja, sehr schön. Nein, fuck. Geh du und mach das Ding. Stirb. Ja, du machst das Ding. Ich stecke sterben. Ja. Geh einfach out of bounds. Ja. Ach komm, die Wall triggert nicht. Doch, die triggert. Killt er mich mal? Oh. Er killt mich nicht. So, ich hab das Zeug. In 3, 2, 1. Ab's. Gut, ja, ich bin jetzt erst gestorben. Wohin? The Underpass. The Underpass. Ja. Ja, komm, wir haben 25 Sekunden gut gemacht. Was? Ja. Du warst schneller? Als letztes Mal. Was? Ja. Digga, das ist wack. Das ist richtig wack. Wack crack in the net. Ja, wie gehst du Patricia Federball? Ups. Achso, und ich muss porten. Naja. The Cauldron. Hab ich. Sagst du noch hier, Mass. Nutte. Jo. Nutte. Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn wir beide durchrennen und nicht sterben, den Portpunkt nicht aktivieren und dann stirbt einer mit Absicht. Scheiße, ich hab's falsch geschrieben. Was hast du gerade gesagt? Ich hab mich auch über meinen großartigen Namen gefreut. Nee, für Dingens jetzt, für Rackhive. Den Portpunkt nicht aktivieren, beide durchrennen und einer stirbt mit Absicht. Ja, genau das. Dachte ich auch an, schon letztes Mal so. Wenn du bei Helena los. Also? Los. The Cauldron. Ich habe mich nach einer bekannten Straße in Berlin benannt, aber ich habe leider für mich verschrieben. I was named after my sister? Hast du es auch gerade gehört? Was? Nein. Einer der Verkaufspunkte für Sketcher Riders. Hi, name's Scooter. I was named after my sister. Sister. Sketcher Ride! What the fuck? Das Auto hat eine Pirouette gedreht. Okay, du hilfst mir, bis ich in den Graben gesprungen bin. Hinterher, ne? Mhm. Okay, kannst du am Eingang? Ich versuch's. Kann gut sein, dass ich jetzt krepiere. Ja, dann bist du am Eingang. Ja, du darfst nicht krepieren. Oh shit, Badass Infantry direkt hier. Ja, soll ich dir helfen? Nein. Okay. Bist du am Eingang? Ja. Gut. Laptrap kommt jetzt raus. Und go. Geil. Minute. Minute gut gemacht. Ja. Was sagt unsere Bilanz? -10.
Ich will mich noch nicht freuen. Am Ende. Am Ende ist diese Scheiße mit dem Destroyer wieder. So, du holst dir ein Auto, fährst sofort zum Port, ich hol mir noch ein Auto. Oder ich laufe direkt zum Port und du schiebst mich dann wieder. Ja. Ja? Nee, hol dir ein Auto, das ist schneller. Okay. Nein, wenn ich jetzt rausfliege, Alter, Sorry, ich wusste nicht, dass du hinter mir stehst. Nee, weil dann können wir jetzt gleich beide Gas geben und ich nach rechts und nach links und... Ich warte jetzt hier noch kurz auf dich. So, jetzt musst du kommen. Los. Du nach rechts, ich nach links. Genau, und dann können wir nämlich gleich die Spawns abfangen wieder. Ja. Und hoffen, dass wir die erwischen. Stellen. Ja. Du, wenn du rechts lang... wir fahren ja eh durch die Mitte durch. Mit. Ja. Genau, ich fahre hier jetzt rechts und du fährst hier jetzt links. Außer wir kriegen den Punkt. Ja, genau. Aber... Ich hab den ersten. Erster down. Das ist meine Zeile hier. Rack? Immer wieder... It's your corpse, it's nothing but food for rack. Ach, for rack. Rack, ja. Habt ihr den nächsten? Ich sehe einen, ja, der ist auch von dir. Ich muss dir jetzt helfen, weil ich sehe gar keinen. Ja, alles gut. That's. Sorry, Alles gut. Wollte ich nicht besteigen. Nicht? Nein. Schade. Erst im Proberaum. Okay. Haben wir eigentlich Zuschauer? Es steht die ganze Zeit ein Zuschauer dran. Ich weiß aber nicht, ob oder ob nicht. Ich habe den dritten gefunden. Okay. Im Chat hat niemand was geschrieben bisher. Ist sicher, dass es kein Kontrollzuschauer oder sowas ist von dir selbst? Ja. Okay. Ab. Okay, du bist schon auf der richtigen Seite, kannst da direkt rein. Ja. Come on, Vögel. Du könntest jetzt sterben und dann landest du. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ist okay. 3, 2, 1. Ah, nicht zu früh machen, dann wird er deaktiviert. Was, ernsthaft? Ja. Sorry. Warte mal. Jetzt. Okay. Immer der zweite, der reinkommt, aktiviert den. Das ist das Beste. Was heißt that's medicinal? Medizinisch? Was soll das heißen? Geht da nicht that's medical? Eigentlich schon, vielleicht medicinal wegen zynisch. Ah. Aber in welchem Zusammenhang steht das mit seinem Namen? Keine Ahnung. So, ich habe eine Granate, ich habe einen Versuch, dort hochzukommen. Ich versuch's gar nicht erst. Und ich hab's dann nicht geschafft. Ich bin hoch genug gekommen, aber ich durfte mich nicht nach vorne bewegen. Ja. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Dann aber versuchen, Baron Flint schon zu erwischen. Der steht ganz oben. Ja, ich weiß. Und meine Vögel fliegen nicht hin. Nee, meine auch nicht. So, Hans und Franz. Krass, dass wir für Hans ein komplett neues Asset gebaut haben, aber für Franz haben sie einfach nur ein Badass Bruiser wiederverwendet. Was ist denn immer noch nicht down? Nein, meine Vögel kommen nicht. Dass du immer so schlecht mit den Vögeln bist, ey. Halt's Maul.
Hat die AK nicht beigebracht, wie das geht? Wie soll sie mir das beibringen? Sie hat keinen Penis. Da unten oder oben? Ah, er ist oben. Knapp Kern. Ich geh ganz nach oben. Ich hab ihn gleich. Ich bin ganz oben. Wenn er nicht so nah an mir dran steht. Wow, 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 er hat mich was getötet. Oder? Nun shit, Alter. Oh, good God. Kill ihn. Come on, ich auch. Alter. Kann nicht wahr sein. Bin so gut dabei. Sind immer noch gut dabei. Ja. Warte mal, bis die ganze kritische Sache am Ende losgeht mit dem Scheiß. Okay, der ist endlich tot. Was auch immer sein Problem vorher war, so. Der war zu nah an uns dran. Ja. Der ohne Scheiß, der hat sich aufgeführt wie dieser komische schwarze Ritter. Der bereitet schon mal raus rauszugehen. Ja, raus. Geh raus. Jetzt. Ja, ich bin draußen. Ja, das wurde mir noch nicht angezeigt. Nein, 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 nein. Okay, go. Ups. Hast du. Wir haben übrigens eben einen Goldsplit gehabt. Geil. Wir haben 6 Sekunden wieder gut gemacht. Hast du Monty Pythons Holy Grail gesehen? Natürlich. Natürlich. Der schwarze Ritter, ne? Mit dem. We'll call it a draw. Tis but a scratch. Ja, na klar. Großartig, ey. Achso, der ist schon längst gekommen. Fest, ach doch, ja. Ja, Moment. Was wollte die denn hier sagen eigentlich? Hä? Was? Hier, the Crimson Lands are gonna learn a harsh lesson. Keine Ahnung. Oh, toll. Hast du ihn gerade weggekickt? Ja, natürlich. Das Scheißding einfach verklemmt hat. Punishment of death. So, du zuerst und ich hinterher. Ja. Mach ja nicht zu viele Vögel, die blockieren nur deine Sicht unnötig. Bin um. Ich fang schon mal an. Ich stecke fest. Toll. Ja, ja. Einfach weiter springen und nach vorne. Ja, ja. Aber es geht nicht, wenn man steckt fest weg. Au. LOL. Mach doch mal überhaupt was, bitte. LOL. Mach doch mal überhaupt was, bitte. Scheiß Spider-Ends haben mich gekillt. Mach doch mal bitte was. Der rutscht die ganze Zeit immer wieder auf die gleiche Ecke runter. Aber geht's noch? Zur Not stirb oder so. Was zur Hölle ist mit dir falsch? Hallo. Ohne Witz jetzt, was soll das? Jetzt macht er. Hä? Nein! Bist du ganz links in der Ecke? Ja. Ich bin dir einfach hinterhergelaufen, ganz stur. Da ist eine Lampe auf dem Boden. Mach was, ich dir befehle, Alter. Ohne Scheiß, ich schmeiß dich raus. Ja, dann lauf den normalen Weg. Oh mein Gott, was sollte das? Jetzt ohne Spaß jetzt. Ja. Einfach nicht gemacht, was er machen soll. Und töte mich. Gehst du das nicht hin? Geht doch. Boot. Meine Fresse, das war ja mal erbärmlich. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich bin 5 Meter davor gelandet. Sorry, wir haben einen neuen Safe Point. Viel zu weit hinten. Ey, warum ist der denn einfach nicht hochgesprungen? Sorry, wir verlieren jetzt Zeit. Nein, Junge, hör auch. Schnauze, Mensch.
Hör auf zu meckern. Ja, das Spiel ist scheiße zu mir. Nein, du hörst jetzt auf zu meckern, David. Mach's jetzt einfach weiter. Hast du den nächsten Punkt aktiviert? Nee. Vielleicht da. Ach, wenn. Ich sehe ihn nicht mal, es wird nicht gerendert. Sollte jetzt sein. Sollte jetzt wirklich sein. Ja. Ah, ist da, ja. Gut. Wieso ist denn jetzt mein Vogel auf Cooldown? Die sich so weit aufgeteilt, ey. Ich würde dir helfen. Jetzt kommt er. Ah, die erste Guard ist bald down. Ja, ich habe noch was. Aber erste Guard down. Ist wieder drunter. Voller Schild, noch so und so viel Erfahrung, live und sowas alles. Warum kennst du denn gegen die Kiste, du Opfer? Egal, wir haben die erste gerade down. Ja. Cloud kriegt auch schon gut Schaden. Zweite Guard down. Das ist noch mal Cloud. Scheiß Skorpio frisst die Vögel. Mhm. Deswegen haben wir einen Punkt auf den Skill da unten. Ja. Gut. Geschafft, siehst du? Ja. Was sagt die Bilanz? Wir sind noch 7 Minuten vorne. Alles gut. Es ist aber einfach frustrierend, wenn du genau das machst, was richtig ist, und das Spiel einfach sagt so, nee. Ja, aber deswegen übt man die Sachen. Ja. Vielleicht war es ein bisschen zu weit links oder ein bisschen zu weit rechts. Ja, ich habe auch einfach keinen Schaden auf diesen scheiß Guard da gemacht. Ja, 11 Schaden pro Vogel, ne? Ja. Toll. Welcher Vogel? Ah, da Romse. Ja, okay, jetzt bin ich aber tot. Nicht schlimm, ich habe die Tür aufgekriegt. Ah, ich komm hier nicht raus. Bin gepinpoint. Einfach durchrennen. Na, Hof, geht doch. Ja. Schön.
Oh nein, Badass Defender hier am Weg. Ja, geh, renn vorbei, der kann nichts. Das ist schon offen. Ich kann das ja immer nicht sehen. Ja. Das war klar, das waren zu viele. Renn durch, renn durch, renn durch. Ja, ich renn durch, ich renn durch. Und bin am Port. Kannst. Kannst, 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 kannst. Versteck dich in der Ecke. Bist du wieder 3 Sekunden gut gemacht. Jupp. So, jetzt, das ist jetzt wichtig. Hier war nicht das Problem. Hier, wenn ich da passiert es mal, dass man auf dem Boden liegt. Hier hatten wir jetzt immer super viel Zeit verloren. Ja. Weil ich da jetzt immer so schlecht war. Ja. Muss mir jetzt ein bisschen Zeit lassen, wenn ich durchrenne, kann es ruhig sein, dass ich auf den Boden gelegen werde. Righteous Remedy habe ich jetzt ausgelöst. Das ist gut. Da gibt man wirklich viele Lebenspunkte zurück. Wenn er mal laufen würde. Okay, ich bin im Haus. Hab meinen Teil geschafft. Oh Mann, ich sehe die Türen nicht. Im Haus. Sehr gut. Geschafft. Ja, raus. Und da haben wir wieder 3 Minuten gut gemacht. Ready? Los. Jetzt sind wir wieder auf dem Pace, den wir vor mir geklaut hatten. Ja. So, du machst hier vorne nur ein bisschen XP. Ja. Mein Bestes. Turret und so. So, hier ist alles tot. Ich renne eine Ecke weiter. Du brauchst ja noch ein bisschen, ne? Ja. Ich muss nochmal resetten, ich bin gestorben und die haben dann nichts mehr gekillt gekriegt. Ist alles? Also, ich habe hier erstmal alles gekriegt. Ja, ja, dann geh zum Eingang zurück jetzt. Ja. Passt schon. Alter, Vögel, heilt mich. Und ich bin drin. Geh zum Port. Ja, bin da. Kannst. So, Endspurt. Bleib hier stehen, ne? Ja. Shit, ich krieg's nicht ausgelöst. Jetzt. Hab's. Ich schmeiß ein paar Vögel hinterher, ne? Ja. Nee, kann ich. Na, ein bisschen kannst du. Brauchst du die, um durchzukommen, oder? Nee, brauch ich eigentlich nicht. Okay, dann bleib ich hier oben, weil sonst erfasst du mich auch. Ja, ja. Das Spiel sagt, der Quest sei für uns unmöglich. Echt? Ja. Ah, scheiße. Machen wir da jetzt. So. Wir porten erstmal zu den Sword Flats. Ich hab keinen Bock mehr, ich geh schlafen. Bis dann. Gute Nacht.
Da oben. Ja. Das Commerce Club klingt auch nach irgendwas, was sie die Idee für hatten und dann die Zeilen schnell eingezollt haben. Ja. Dann nicht ausgeführt haben. There is no time left. You must reach the vault by any means necessary. We will not get another opportunity in this lifetime. Ja, in die richtige Richtung ausgestiegen. Und ich drehe mich falsch. Okay, du rennst durch. Ja. Ich versuche nur ein, zwei Sachen zu killen. Ja. Mehr Vögel, bitte. Ja, hör doch mal bitte nicht auf zu laufen. Was soll denn das? Hallo? Ich verstehe nicht, warum du brauchst keine Vögel mehr spammen, wenn du hier durch bist. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, warum er einfach mitten beim Laufen aufhört zu laufen. Ich drück andauernd die Shift-Taste einfach wieder neu, also. Ja. The Descent. Wenn jemand nach dem Buchstaben D riecht. Descent. Oh Gott, war der schlecht. Alter, im Wort Cent. Ist da das S oder das C stumm? Ja. So, du rennst durch und ich versuche zu killen. Ja. Denn mein Lieblingsbier. Ne? Oh, Frames. Ne, ich versuche Sachen zu killen. Was ist mein Lieblingsbier? Phil Kenny. Natürlich. Das ist gar nicht so gut. Ich finde Kilkenny nicht so. Ist okay. Ich finde es ziemlich suppig. Fuck. Schaffst du es oder soll ich? Nee, ich schaff's nicht. Okay, ich renn durch. Okay, ich schaff's nicht. Komm mal, nicht genug Vögel. Shit. Komme ich auf den zweiten Platz und dann freue ich mich drauf, wenn wir das Spiel endlich mal und wieder mit Waffen spielen können. Waffen? Ja, mit Schusswaffen. Worum es ja eigentlich geht in Borderlands, ne? Ständig zu vergleichen und Besseres zu finden. Boah, was soll denn die Scheiße jetzt bitte? Hier ist nix. Wie bin ich gestorben? Ich bin auf der Säule. Ja, nicht runterfallen, bitte. Bin ich nicht. Ohne Scheiß, da war einfach überhaupt nichts. Ich bin aus dem Nichts daraus gestorben. Spot. Ja, mach. Iridian Promontory. Beide durchrennen, ne? Ja, und dabei so viel wie möglich killen. Ich glaube, dass Experience ganz gut aussieht. Ja, in der Level 28. Trainer, ja, kriegen wir immer auf jeden Fall. Gesetzt den Fall, dass wir auch was töten. Ja, die Guardians killt man halt die ganze Zeit, ne? Stimmt halt ultra gut. Mitte Schnellstraße. Okay. Lol. Ich glaube, du hast meinen Kill geklaut. Renn durch, nee, renn durch. Ja, und dann musst du ja. Ich würde ja rennen. Gut, ich renne durch und du machst Killzer. Ja. Wenn ich sterbe, dann renne ich nicht mehr durch. Aber ich sterbe nicht. Alter.
Erwerb. Und noch einen Balken. Ja, das kriegst du ja. Level up. Kommt er noch super fair Erfahrung für Gebiet entdecken. Ja. Sorry, für Commander Steel töten. Ja. Mit 15 Pfund Kalamari. Yay. Ich habe gar nicht erklärt, warum sie jetzt einen hergeholt hat. This is the reason you're here. Prepare yourself. S31. Yes. Füll schnell den Port. Aufhören, Vögel zu spammen, oder? Nee, warte mal. Nee. Puh. Katzin spielt nicht, aber ich sehe Vögel. Geil. Die Katzin spielt nicht? Jetzt spielt sie. Ah. Oh, komm mal, nicht jetzt stoppen die Vögel. Komm schon. Yes! Eine Stunde, 45 Minuten und 35 Sekunden.